Ja, liebe Leute, in der bekannten Szene des Märchens Sneewittchen, in der die Stiefmutter als Bäuerin verkleidet zum Haus der Zwerge kommt und dem Mädchen ihre Äpfel feilbieten möchte, was dieses aus gegebenem Anlass ablehnt, kommt es in der Erstausgabe von Grimms Kinder- und Hausmärchen aus dem Jahr 1812 zu folgender Reaktion. Nun, wenn ihr nicht wollt, sagte die Bäuerin, kann ich euch nicht zwingen. Meine Äpfel will ich schon loswerden. Da, einen will ich euch zur Probe schenken. In diesem Beispiel kommt gleich dreimal das Verb wollen vor. Auffällig ist dabei vor allem die zweite, hier hervorgehobene Verwendung. Meine Äpfel will ich schon loswerden. Die für wollen übliche Interpretation als Modalverb mit volutativer Semantik scheint hier zumindest nicht die naheliegende zu sein, da eine entsprechende Aussageabsicht der hier gegebenen Gesprächssituation in keiner Weise entspricht. Vor allem aber ist sie durch die Modalpartikel schon markiert, welche der Geltung der Aussage lediglich eine gewisse Wahrscheinlichkeit zuschreibt, was bei einem vom Sprecher selbst zum Ausdruck gebrachten eigenen Willen schlechterdings unsinnig wäre, da dieser seine eigene Absicht ja mit Gewissheit beurteilen kann. Vielmehr legt der Kontext eine futurische Lesart nahe. Gewissermaßen als Trotzreaktion auf die Ablehnung Sneewittchens, ihr Äpfel abzukaufen, erklärt die Bäuerin, dass sie darauf ja gar nicht angewiesen sei und es ihr unbenommen dessen gelingen wird, diese zu verkaufen. Offenbar aus stilistischen Gründen, um den zweifachen aufeinanderfolgenden Gebrauch von werden zu vermeiden, sind die Autoren hier auf ein anderes Verb ausgewichen. Dennoch ließe sich wollen hier austauschen. Meine Äpfel werde ich schon loswerden. Wollen erscheint also in diesem Beispiel als Funktionsanalog zu werden, das nach traditioneller Grammatikschreibung in Kombination mit dem Infinitiv im Deutschen das Futur bildet. Daher wirft dieses Beispiel die Frage auf, ob man für das Deutsche nicht auch ein Wollen-Futur beschreiben müsste. Die Festschreibung werden plus Infinitiv als das Futur, wie sie Schülerinnen und Schüler und häufig genug auch noch Erstsemester im Basismodul beigebracht bekommen, verstellt den Blick auf andere Möglichkeiten, das Futur systematisch auszudrücken, sodass wir unseren analytischen Blick zunächst auf andere germanische Sprachen ausweiten müssen, in der eben dieses Etymon werden nicht rezent ist. Ich habe mir da jetzt das Schwedische herausgegriffen, aber man könnte auch jede andere Sprache nehmen. Dort im Schwedischen werden in den klassischen Grammatiken grundsätzlich zwei Futurformen beschrieben, eine mit Skola und eine mit Kommarat. Diesen Auszug aus der Svenska Akademiens Grammatik muss man jetzt nicht im Einzelnen übersetzen können, um feststellen zu können, dass zwischen diesen beiden Futurformen bedeutende semantische Unterschiede bestehen. Die wichtigsten Stellen, die ich hier markiert habe, besagen, dass der Sprecher, der das Komma Futur verwendet, die Faktizität garantiert, das heißt, dass die Eintrittswahrscheinlichkeit sehr hoch ist, und dass zudem, anders als bei Skola, nichts über Entscheidungen, Vereinbarungen oder Planungen der Beteiligten ausgesagt wird, sodass auch über die Disposition des Subjekts nichts gesagt wird. Die Grammatik macht aber an anderer Stelle eine bemerkenswerte Fußnote. Dort wird eingeräumt, dass in diesen Mustern die Verben, die hier als Hilfsverben bezeichnet werden, eigentlich auch eine modale Bedeutung haben, nämlich die der Absicht, des Zwangs oder der Vorhersage. Und damit analog zu anderen Verben, und da taucht eben auch will ja, also wollen auf, sich die Futurbildung aus der Implikation ergibt, weil das Gesagte nun mal für gewöhnlich in der Zukunft liegt. Also, wir haben nicht nur unterschiedliche Zukunftsformen mit unterschiedlicher Verwendungslogik, sondern ein ganzes Spektrum an möglichen Verben, die in Verbindung mit dem Infinitiv Futur ausdrücken können. Interessanter noch ist das Jiddische. Hier wird das Futur durch ein subjektives Paradigma gebildet, zumindest nach gängiger Grammatikschreibung, welches das Werden- und das Wollen-Paradigma nach einem Personenkriterium zusammenfasst. In der ersten Person wird Wollen gebraucht, ansonsten Werden. Die Ausnahme bildet die dritte Person Plural, wohl aufgrund einer analogen formsynkretischen Bildung zur ersten Person Plural. Auch im Dänischen zum Beispiel, wo das Schema Will plus Infinitiv noch frequenter ist als im Schwedischen, tritt es bevorzugt mit der ersten und zweiten Person auf. Der Blick, also das ist das Zwischenfazit bis hierhin, auf andere germanische Sprachen zeigt, also dass Wollen als Futurmarker durchaus existiert, aber häufig semantisch und vor allem nach Person und damit Perspektivierung
in Abhängigkeit vom Sprecher oder der Sprecherin eingeschränkt ist. Lässt sich das aufs Deutsche übertragen? Werfen wir wieder einen Blick in Grimms Märchen. Hier wird an anderer Stelle mit Säulen futurische Bedeutung erzeugt, etwa im Dornröschen, als ja, bekanntermaßen die 13. Ferienraum betritt und rief, die Königstochter soll sich in ihrem 15. Jahr an einer Spindel stechen und tot hinfallen. Säulen tritt in diesem Ausruf in der dritten Person auf. Und dann nimmt man nun den Versuch, diese beiden Modalverben wechselseitig auszutauschen, erhält man semantisch, pragmatisch vollkommen unsinnige Sätze, die so in diesem Kontext nicht verwendet würden. Also meine Äpfel soll ich schon loswerden, sollen suggeriert in dieser Aussage eine Instruktion durch eine dritte Instanz, welche die Semantik des Satzes völlig ändern würde. Erst recht gilt das im anderen Beispiel, die Königstochter will sich in ihren 15 Jahren einer Spindel stechen. Damit dieser Satz funktionieren würde, müsste man der Königstochter gleichsam masochistische Disposition unterstellen. Eine ersatzweise Verwendung des einen anstelle des anderen Modalverbs kommt also in beiden Fällen nicht in Frage, weil sie die Bedeutung zu stark verzerren würde. Die Opposition sollen versus wollen ist also auch im Deutschen offenkundig nicht frei, sondern folgt in diesen Beispielen einer semantischen Distinktionslogik, die sich insbesondere in der Konkurrenz mit der ersten bzw. dritten Person spiegelt und solchermaßen Ansätze einer komplementären Distribution zeigt. Grimms Kinder- und Hausmärchen datieren auf den Beginn des 19. Jahrhunderts. In der Folge möchte ich in der deutschen Sprachgeschichte weiter zurückgehen, um das Schema Wollen bzw. seine historischen Vorstufen plus Infinitiv auf sein Potenzial Zukunft auszudrücken, zu untersuchen. Werfen wir zunächst einen Blick in einige Sprachlehrwerke, wie sie uns ab dem späten 16. und verstärkt im 17. Jahrhundert begegnen. Die Debatte, ob diese Grammatiken als Ergebnis eines gesteigerten Sprachbewusstseins eher als deskriptiv oder als normativ zu verstehen sind, möchte ich hier nicht führen. Es dürfte aber dennoch davon auszugehen sein, dass sie zumindest einen und sei es sozial restringierten Teil des Sprachgebrauchs abbilden. Heinrich Schöpf stellt etwa in seinen 1625 gedruckten Institutiones in Linguam Germanicam die Wollenformen den Werdenformen als Futurbilden gleichwertig gegenüber. Eines der frühesten Werke von Albert Oehlinger, 1573, erwähnt Wollen sogar als einzige Form für ein sogenanntes Futurum Primum, mit dem er noch eine Konjunktivform von Werden und dem etwas kryptisch anmutenden Namen Paulo Postfuturum zur Seite stellt. Spätfrühneuhochdeutsche Werke aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts deuten in ähnlicher Weise wie bei Schöpf den Dualismus zwischen Wollen und Werden an. Also hier zeigt sich eine Entwicklung, die Werden bei der Futurbildung an Bedeutung wachsen lässt, ohne dabei aber Wollen beiseite zu lassen. István Bogners Untersuchung über die Entwicklung der periphrastischen Futurformen im Frühneuhochdeutschen bestätigt diese Tendenz einer zunehmenden Relevanz von Werden, ohne dass dies zulasten von Wollen ginge, dessen Aufkommen in der Spätphase eher nochmal gestiegen zu sein scheint. Bogner schaut sich hier in einigen ausgewählten Entwicklungsstufen des Frühneuhochdeutschen, beginnt 1350, jeweils 50 Jahre, das heißt bis 1700, das Auftreten der Konstruktionen verschiedener Modalverben mit Infinitiv an. Wollen kommt dabei in einer relativ konstanten Belegzahl vor, die höher ist als jene von müssen und in der letzten Etappe auch von sollen, sowie auf den bis auf den letzten Zeitraum auch von werden. Das Muster Wollen plus Infinitiv kann also im Frühneuhochdeutschen quantitativ mit anderen futurbildenden Modalverben mithalten, scheint streckenweise sogar das Bedeutendste gewesen zu sein. Für das Mittelhochdeutsche hat Oliver Pfefferkorn das Auftreten verschiedener periphrastischer Futurformen untersucht. Im Gegensatz zu Bogner konnte er dabei auf die Inkunabelphase des Bonner Frühneuhochdeutsch-Korpus zurückgreifen. Er hat aber dennoch einzelne Texte aus den verschiedenen Sprachlandschaften ausgewählt. Wellen plus Infinitiv steigert seine quantitative Bedeutung zwischen den beiden betrachteten Zeiträumen 1150 bis 1200 und 1300 bis 1350 in allen Dialektlandschaften mit Ausnahme des Alemannischen und eines Ausschnitts des westmitteldeutschen Raumes teilweise enorm. Mitunter kommt es in dieser ersten Phase gar nicht vor, in der zweiten jedoch in gehöriger Belegzahl. Im oberdeutschen Raum ist es wichtiger als die Säulenperiphrase, gerade im Bayerischen wird es stark bevorzugt. Im Mitteldeutschen scheint Sollen zu dominieren, wobei die Belege des Zeitraums 2 aber sämtlich aus den rheinfränkischen Trierer-Psalmen 1200 stammen und auch 44 der 47 Sollenbelege aus dem Ostmitteldeutschen des Zeitraums 5
auf die Evangelienharmonie des Matthäus von Beheim zurückgehen. Es sich also womöglich um Autorenstil und zudem noch ein Textsortenproblem handeln könnte. Noch wichtiger als dieses ist ein weiteres Ergebnis Pfefferkorns, und das führt wieder zurück zur eingangs getroffenen Beobachtung eines Zusammenhangs von grammatischer Person und Modalverbgebrauch. Er kann nämlich zeigen, dass auch für das Mittelhochdeutsche eine deutliche Differenzierung der Sollen- und Wellen-Periphrasen in Bezug auf die grammatische Person vorliegt. Während die Sollenumschreibung vorwiegend mit der dritten Person Singular auftritt, mit deutlichem Abstand gefolgt von der dritten Person Plural, dominiert die Umschreibung mit Wellen signifikant in der ersten Person Singular. Auch und gerade wenn man diese Zahlen ins Verhältnis zur in corpora erwartbaren Reihenfolge des Auftretens grammatischer Personen, also Singular vor Plural, dritte vor erste vor zweite Person setzt, bleibt dies signifikant. Diese Beobachtung lässt sich relativ leicht erklären, wenn man wiederum die modalen Bedeutungen berücksichtigt. Bei Wellen resoniert stark die optative bzw. intentionale Semantik, die den Willen des Sprechers, eine bestimmte Handlung zu realisieren, besonders stark betont, deren Eintreten insofern in höchstem Grade wahrscheinlich ist. Daraus, so Pfefferkorn, ergibt sich das Hervortreten der futurischen Komponente bei Wellen gerade in der ersten Person Singular. Mit Abstrichen gilt dies auch noch für eine Personengruppe, welche der Sprecher angehört, wie sie von der ersten Person Plural beschrieben wird. Durch das Hinzutreten des Kollektivs lässt sich eine volontative Homogenität aber nicht mehr ohne weiteres behaupten, weshalb Wellen hier eine wesentlich geringere Rolle spielt. Über den Willen einer dritten oder zweiten Person lässt sich seitens der Sprecherinstanz schließlich keine seriöse Aussage mehr treffen. Allerdings können Verpflichtungen und Aufforderungen an Dritte, die sie in der Zukunft realisieren sollen, referiert oder vorgenommen werden, was die Dominanz von Sollen an dieser Stelle begründet. Man wird also nicht vorbehaltlos von einer rein temporalen Lesart dieses vermeintlich futur ausdrückenden Schemas ausgehen können. Die Eigensemantik der Modalverben geht mitnichten verloren, sondern beeinflusst auch die futurische Bedeutung der Konstruktion und verursacht in Sonderheit diese Distinktion in Bezug auf die grammatische Person, also Wellen in der ersten, Sollen in der dritten und gegebenenfalls in der zweiten Person. Diese Untersuchung möchte ich nun auf das Althochdeutsche projizieren und habe mich dabei des Referenzkorpus Altdeutsch bedient. In der Annis-Maske habe ich dazu eine Reihe an Abfragen im Korpus gestartet, die jeweils nach dem Personalpronomen im Nominativ in den einzelnen Personen nach Numerus getrennt suchen, welches im Wortabstand von 4 zu Skullen bzw. Wellen liegt, gleich viel ob davor oder danach, und im Abstand von 7 Wörtern ein Vollverb im Infinitiv folgt. Daraus ergibt sich für Wellen in der ersten Person Singular exemplarisch dieser Suchstring, den ich in der Diskussion gerne im Detail erläutern kann. Bei einer entsprechenden Suche ergeben sich folgende absolute Trefferzahlen. Wellen überwiegt hier Skulan insgesamt um etwas mehr als die Hälfte von dessen Belegen, was auf seine grundsätzlich größere Bedeutung hindeutet. Noch bemerkenswerter wird dies, wenn man den auffallend großen Anteil von knapp 3/4 bedenkt, den Skulan an der ersten Person Plural hat und der fast 1/4 seiner Gesamtbelege ausmacht. Für diese auf den ersten Blick unseren bisherigen Beobachtungen widersprechende Zahl habe ich eine Hypothese, die ich auch gerne in der Diskussion erläutere, die mit der Bildung von Adjektiv-Ersatzformen zusammenhängt. Auch in der zweiten Person Plural überwiegt Skulan, ansonsten Wellen. Speziell in der ersten Person Singular zeigt sich mit dem Anteil von 2/3 die große Bedeutung von Wellen. Dieser Befund aus dem Mittelhochdeutschen kann insoweit auch für das Althochdeutsche bestätigt werden. Anders verhält es sich mit der dritten Person. Hier ist der Quotient zwischen Wellen und Skulan in beiden Numera noch höher als in der ersten Person Singular, während er in Pfefferkorns Studie zum Mittelhochdeutschen sehr deutlich zugunsten von Sollen ausfällt. Das ist erklärungsbedürftig und hängt wohl in erster Linie mit der Überlieferung zusammen, die vor allem aus geistlichen Texten, ja, also Bibeldichtung, Psalmübersetzungen, Evangelienharmonien, Weltuntergangstexten und so weiter besteht, in denen ein irgendwie gearteter göttlicher Wille deutlich wird, der in der dritten Person artikuliert ist. Ja, blickt man im Wissen des Befunds, welche Bedeutung der grammatischen Person hierzu kommt, wieder prospektiv ins Frühneuhochdeutsche, wird deutlich, dass in dessen Frühphase das sich etablierende Werden plus Infinitiv fast ausschließlich in der zweiten und dritten Person auftritt. In der ersten Person Singular blieb Wellen vorderhand noch erhalten, denn in dieser Verbindung, ja, so Pfefferkorn, zeichnete es sich
durch einen relativ hohen Grad an vermittelter Gewissheit aus, sodass die Verbenfügung diese Stelle zunächst nicht unbedingt besetzen musste. Die Anfänge des futurischen Verben plus Infinitiv liegen in der zweiten und dritten Person, während ein Wellenfutur vor allem in der ersten Person noch überdauert hat, womit seine Stabilität im Frühneuhochdeutschen zu erklären ist und in den Grammatiken eben. Und das war ja genau das, was wir auch für Sittische annehmen können, die erste Person wollen, ansonsten werden. Versteht man werden an dieser Stelle nicht als Auxiliar, sondern liest es als Modalverb, lässt sich dafür eine Eigensemantik annehmen, die analog zu jener von wollen in der ersten Person in einem relativ sicheren Eintreten der eingebetteten Handlung liegt. Dies wiederum lässt Rückschlüsse für die Frage nach den Gründen für die Durchsetzung von werden zu. Anders als etwa wollen und sollen bildet es ein relativ breites Spektrum von Modalität ab, das Handlungen und Ereignisse nichtsdestotrotz als sehr wahrscheinlich markiert. Darum wurde es einerseits zum prototypischen Futurbilder, andererseits zum Ausdrucksmittel einer ganz spezifischen Modalität, die eine Aussage als relativ sicher erscheinen lässt, ohne dass etwas, und so wurde es auch in der Gegenwartsgrammatik des Schwedischen beschrieben, ohne dass etwas über die innere Haltung der betroffenen Person oder Personen gesagt werden muss. Welche Konsequenzen hat dies nun für die Beantwortung unserer Frage? Gibt es ein Wollenfutur im Deutschen? Naja, die Antwort hängt zunächst davon ab, wie man die Ergebnisse interpretiert. Zwangsläufig verweist das Diskutierte auf die seit den 1960er Jahren geführten Debatten um die Beschreibung der Konstruktion Verben plus Infinitiv, also die Frage nach temporaler oder modaler Lesart, die ich hier in ihren einzelnen Argumenten und Vertreterinnen nicht referieren will. Ich kann auch dazu gern später was ausführen. Abhängig davon, wie man sich hier positioniert, wird man sich auch zu wollen plus Infinitiv verhalten müssen. Ist man Anhänger einer eher oder einer streng temporalen Lesart des Schemas Verben plus Infinitiv, gibt es keinen Grund, der plausibel dagegen spricht, diese Aref-Schemata mit anderen Verben als Werden anzulegen, welche auf Ereignisse in der Zukunft referieren, wie eben wollen. Dann kann und muss man ein Wollenfutur auch im Deutschen als Tempus annehmen und übrigens auch ein Sollenfutur, ein Müssenfutur etc. Eine solche Setzung würde das fürs Deutsche zu beschreibende Tempus-Kategoriensystem enorm aufblähen. Geht man hingegen von Verben als Modalverb und mithin einer modalen Lesart der Konstruktion Verben plus Infinitiv aus, für die daneben noch mehr spricht, wie etwa das für Modalverben typische syntaktische Verhalten, den Infinitiv ohne die Infinitivpartikel zu binden. Also geht man davon aus, lautet das Ergebnis folgendermaßen, eine Konstruktion Modalverb plus Infinitiv beschreibt stets eine lediglich potenzielle Situation und ist daher grundsätzlich geeignet, Futurisches auch zu beschreiben. Wollen ist in der Lage, das Zukünftige auf eine ganz bestimmte Weise, eben in einem bestimmten Modus auszudrücken. Das ist dann eine andere Semantik als die von werden, aber auch eben als jene von sollen oder müssen. Schauen wir nun mit dieser Brille noch einmal auf die beiden anderen Wollen-Okkurrenzen im Eingangsbeispiel aus Lewitschen. Für den letzten Matrixsatz, einen will ich euch zur Probe schenken, würde man im ersten Moment den Modus einer Willenshandlung beschreiben. Allerdings liegt hier gerade in Verbindung des Handlungsverbs mit der ersten Person Singular wiederum eine ziemlich hohe Ereigniswahrscheinlichkeit vor, die den Eintritt des Schenkens sehr sicher macht, was gleichwohl für eine futurische Bedeutung spricht. Im Ergebnis, so kann man zuspitzen, macht es gar keinen Unterschied, ob man den Satz modal oder temporal liest, denn Sneewittchen hat den Apfel im Moment der aus der Äußerung schlechterdings noch nicht, erhält ihn aber anschließend. Der erste Satz, in dem Wollen ohne Infinitiv aufzutreten scheint, ist viel mehr als Ellipse zu beschreiben. Also wenn ihr die Äpfel nicht haben wollt, bei der sich ja das Verb und das applizierte Objekt aus der Erzählung des Textes analeptisch erschließen lassen. Auch hier ist das Resultat bei beiden Lesarten dasselbe. Sneewittchen akzeptiert den Apfel nicht und welches Modalverb man hier auch immer anstelle von wollen einsetzen will, die Bäuerin kann sie in keinem dieser Fälle zwingen. Mir scheint also, dass die Diskussion über die Frage, ob eine Konstruktion temporale oder modale Bedeutung hat, am Gegenstand vorbeigeht. Vielmehr ist es in jedem Fall die Funktion von werden, wollen und so weiter plus Infinitiv, einen Vorgang oder ein Ereignis zu beschreiben, das nicht aktuell ist, aber sehr wohl einzutreten vermag. Somit wird vordergründig eines zum Ausdruck gebracht, nämlich nicht faktizitiert. Um einen dezidierten Zukunftsbezug oder genauer gesagt Bezug zu einer in der Zukunft liegenden Zeit
einer solchen nicht faktitiven Äußerung herzustellen, bedarf es bestimmter Indizes auf den Ebenen Lexik, Semantik und Pragmatik. Lexikalische Markierungen und dabei allen voran Temporaladverbien wie nachher, morgen oder wenn es dunkel ist, scheinen mir hierbei am bedeutendsten zu sein. Semantisch bietet die Aktionsart der eingebetteten Verben eine Möglichkeit der Unterscheidung. Das ist ein Umstand, den Elisabeth Leis schon 1992 zur Sprache gebracht hat. Schließlich ist, wie das Eingangsbeispiel zeigt, auch die pragmatische Einbettung und das Weltwissen bei der Identifizierung des futurischen Charakters einer Äußerung von Relevanz. Wird solcher Art der zukünftige Bezugszeitpunkt gesetzt, ist im Grunde nach ganz gleich, wie die Handlung verbal schematisiert ist, sodass es nicht einmal dieser Modalverbkonstruktion bedarf, sondern ja auch eine Aussage im Präsens oder Perfektion markiert, in die Zukunft gerückt werden kann. Zum Beispiel, morgen schenke ich dir einen Apfel. Das Entscheidende in dem genannten Satz ist das Temporaladverb, nicht etwa die grammatische Konstruktion, die dahinter steht. Dass alle Modaladverben alle Modalverben auf eine bestimmte Weise Futur bedeuten können, ist zwar unbestritten. Aus diesem Umstand aber ein Futur 1 ableiten zu wollen, ist fragwürdig. Damit lässt sich auch eine Grammatikalisierungstheorie in Zweifel ziehen, die davon ausgeht, bei dem finiten Verb des Futurparadigmas handle es sich um ein Auxiliar mit als solchem rein grammatischer Bedeutung. Dagegen sprechen nicht nur die feinen semantischen Unterschiede, die werden, wollen, sollen etc. zu markieren in der Lage sind, sondern auch die Graduierung nach grammatischer Person in ihrem Gebrauch. Um diese zu erklären, würde man aber eine zusätzliche Theorie benötigen und spätestens hier würde man mit Occam's Razor in Konflikt kommen. Vielmehr sollte man, wie in der Konstruktionsgrammatik postuliert, ein Lexikon-Grammatik-Kontinuum annehmen, auf dem die Modalverb-Infinitivkonstruktion zu verorten ist. Konzidiert man den beteiligten Modalverben jeweils eine Eigensemantik, also eine lexikalische Bedeutung, hat diese Erklärung noch einen weiteren Aspekt für sich. Durch sie lässt sich die Ablösung im Sprachgebrauch von wollen, sollen, müssen plus Infinitiv durch werden plus Infinitiv als den prototypischen Futurmarker erklären. Weil, wie vorhin beschrieben, die Intention von werden in einer relativ großen Ereigniswahrscheinlichkeit liegt, eignet es sich besser zur Beschreibung eines als ziemlich sicher identifizierten zukünftigen Ereignisses, zumal es auch eben neutraler als andere Modalverben im Hinblick auf die Motivation zur Aktion ist und keine so starke Deontik mitbringt. Diese wiederum ist der Grund dafür, dass das Schema Wollen plus Infinitiv je nach Person unterschiedliche Bedeutungen hat, letztlich auch mit unterschiedlicher Sicherheit auf Zukünftiges verweist. Damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.